Hallo meine Lieben, hier ist Mama Nadja mit deinem Kanal für Spielideen für zu Hause, Baby- und Kleinkindentwicklung, Montessori-Erziehung und positive Disziplin. Heute filme ich in der Küche und das Thema des heutigen Videos ist die Einführung von Beikost. Dieses Thema bringt mit sich ziemlich viele Fragen, vor allem wenn man das erste Mal Mama ist, ist man ziemlich verunsichert, wie genau man mit dem Beikost startet. Welche Gemüse gibt man seinem Baby das erste Mal und was man sonst alles um das Thema Beikost wissen soll. Und falls du das erste Mal Mama bist und dieses Thema dich interessiert, hoffe ich sehr, dass dieses Video die Fragen, die du hast, beantworten wird. Wann genau solltest du mit dem Beikost starten? Auf diese Frage kann man zweierlei antworten. Zum einen gibt es natürlich Altersempfehlungen. Und hier liegt natürlich die Betonung auf Empfehlung. Die Empfehlung von der IBHO ist, man soll mit dem Beikost zwischen dem 5. und dem 7. Monat starten. Man darf nicht dem Baby irgendwas außer Muttermilch oder Säuglingsnahrung geben, wenn das Baby noch nicht 5 Monate alt ist. Sein Verdauungssystem ist noch nicht intakt, die Nieren funktionieren nicht so, dass die feste Nahrung verdaut werden kann, deswegen sollte man natürlich bis zum 5. Monat warten. Auch nach dem 7. Monat ist es wahrscheinlich schon spät, weil die Babys brauchen andere Nährstoffe, andere Energiequelle als Muttermilch oder Säuglingsnahrung. Und nach dem 7. Monat ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass an manchen Nährstoffen das mangeln wird. So, diese Altersempfehlung zwischen dem 5. und 7. Monat ist schön und gut, aber wahrscheinlich bleibt bei dir die Frage immer noch offen, wann genau du mit dem Beikost starten sollst. Vielleicht ist dein Baby bereits 5 Monate alt und du fragst dich, ja, sollst du jetzt starten oder sollst du jetzt ein bisschen warten, bis das Baby 6 Monate alt ist? Die Durchschnittsaltersempfehlung ist 6 Monate alt. Aber trotzdem gibt es noch weitere Orientierungshilfen, die dir helfen, diese Frage zu beantworten. Und diese Orientierungshilfen zeigt dir dein Baby. Wie ich bereits erwähnt habe, und mein ganzes Motto ist natürlich, your child is your guide. Das heißt, dein Baby weist dir den Weg auf, er zeigt dir selbst, wann das Baby, dein individuelles Baby, bereit ist auf die feste Nahrung. Die Bereitschaftsanzeichen von dem Baby sind folgende. Natürlich kann das Baby selbstständig Köpfchen halten, aber ich gehe davon aus, jedes Baby mit 5 Monaten kann selbstständig das Köpfchen halten und kann den Kopf auch wegdrehen, falls die Nahrung ihm nicht schmeckt oder die Nahrung nicht nehmen will. Zweitens, das Baby kann aufrecht sitzen, damit die Nahrung entsprechend in Verdauungstrakt durchkommt. Ist es natürlich wichtig, dass das Baby aufrecht sitzen kann. Entweder sitzt er selbstständig bereits oder mit einer Hilfe. Zum Beispiel bei uns war es so, dass weder meine Tochter noch mein Sohn konnten mit 6 Monaten selbstständig sitzen. Aber auf dem Schoß konnten sie sitzen und so haben wir mit dem Beikost angefangen. Anderes Anzeichen, was ganz, ganz wichtig ist, dein Baby beobachtet dich ganz genau. Wenn du am Essen bist, dein Baby verfolgt dich mit den Augen, was du genau mit dem Essen machst, dass du das Essen in den Mund nimmst, wie du kaust. Das Baby macht vielleicht gleichzeitig auch Kaubewegungen mit dem Mund. Und manche Babys stecken sich die Hände in den Mund und beobachten dich ganz genau und haben ein großes Interesse daran, was du isst, wie du isst und schauen das Essen genauer an. Andere Voraussetzung ist natürlich, dass das Baby auch selbstständig greifen kann. Das Baby kann Löffel greifen, das Baby kann irgendwas greifen, ein Stück Gemüse, was man dem Baby in die Hand gibt oder Obst und das selbstständig in den Mund führen. Und das Baby macht nicht diese Bewegung mit der Zunge, was die kleinsten Babys noch machen, dass sie mit der Zunge das Essen noch rausstoßen. Und wenn das Baby nicht mehr macht, sondern kauen kann und schlucken kann, dann ist das Baby auf jeden Fall bereit für den Beikost. Zweiter Punkt, was ich ansprechen möchte, ist, womit oder was genau brauchst du, um mit Beikost-Einführung zu starten? Und eigentlich können wir einen Schritt zurückgeben und sagen, okay, man bräuchte eigentlich gar nicht so viel oder gar nichts. Man könnte theoretisch das Baby auf den Schoß nehmen und dem Baby aus dem normalen Teller mit dem kleinen Löffel Brei geben und das wird auch okay sein.
Aber natürlich gibt es da bestimmte Sachen, die uns Mamas den Alltag erleichtern. Und das möchte ich heute ansprechen, was genau wir gebraucht haben oder was wir aktiv nutzen und womit wir richtig zufrieden sind. Dieser Hochstuhl ist ganz beliebt bei uns. Wir haben sogar zwei davon, eins für meine Tochter, eins für meinen Sohn. Das ist ein mitwachsender Hochstuhl, den man so anpassen kann, wie die Größe deines Kindes ist. Es gibt sogar eine Babyschale für die ganz Kleinen. Theoretisch könnte man den Hochstuhl ab dem ersten Monat nutzen und das Baby könnte bereits ab dem ersten Monat am Familientisch mitsitzen. Wir haben am Anfang das so genutzt, tatsächlich ohne Tablett, aber mit der Zeit haben wir gemerkt, dass es doch einiges daneben geht und Tablett fängt einiges auf vom Essen. Vor allem mit Andreas machen wir Baby-led Weaning, wo es ziemlich viel daneben gehen könnte. Deswegen sind wir ganz froh, dass wir noch dieses Tablett haben. Ich habe hier natürlich einiges am Tisch liegen. Ob du alles davon brauchst, ist so dahingestellt. Für mich sind das essentielle Sachen. Ich brauche die wirklich, um meinen Alltag, wie gesagt, einfach zu gestalten. Also, was du wahrscheinlich brauchen wirst, sind Lätzchen. Was ich ganz gut empfehlen kann, sind diese Hartschalenlätzchen. Das sind Lätzchen aus Silikon. Ich finde die super, weil man kann die ganz einfach auswischen. Die haben hier so eine Tasche, was auch toll ist, wenn man was Flüssiges isst, wie Suppe oder irgendein Brei, was daneben laufen kann. Natürlich gibt es noch solche Lätzchen, die so aus dem Stoff sind. Die finde ich auch ganz angenehm für das Baby. Mit dem Ärmelchen, damit das wirklich alles sauber bleibt. Leider hat dieses Lätzchen keine Auffangtasche, so dass, wenn das was Flüssiges gegessen wird, läuft einiges daneben und landet auf dem Schoß bei dem Baby. Deswegen manchmal ziehe ich dieses Lätzchen an und obendrauf dieses Lätzchen, wenn Andreas das zulässt. Ansonsten muss ich ihn einfach umziehen. Andere Variante, auch mit den Ärmeln, sind solche Lätzchen, die man genauso gut abputzen kann. Also im Prinzip muss man die nicht jedes Mal waschen, wie bei dieser Variante aus dem Stoff. Es ist schon so, dass man das nur einmalig nutzen kann, wenn das Baby nicht besonders akkurat ist. Nutzen wir das nur einmalig und dann geht es in die Wäsche. Deswegen ist auch diese Variante ganz gut. Das kann man auch einfach mit dem Lappen abwischen. Es ist ein bisschen nass, muss ein bisschen trocknen. Hat auch so eine Auffangstasche und die Ärmel. Zweiter Punkt, wir kommen an dem Geschirr. Mit Andreas nutzen wir diese Schalen. Da bin ich total begeistert davon. Die haben so einen Silikonring und die haften ziemlich fest an dem Tisch dran. Und man kann das wirklich nicht bewegen, was super wichtig ist. Vor allem am Anfang versuchen die Babys, den Teller vielleicht umzukippen und auch da Experimente zu machen, was passiert, wenn ich den Teller vom Hochstuhl runterwerfe. Und der zweite Punkt, was ich total gut bei diesen Schalen finde, ist, dass es aus Naturmaterialien gemacht ist. Das ist Bambus. Und die Schalen gibt es in verschiedenen Formen. Wir haben eine Schüssel, wir haben auch so einen Teller. Dieser Teller kann man auch in verschiedenen Varianten bekommen. Wir nutzen die gerne. Und die sind auch robust. Klar, man kann sie nicht in die Spülmaschine machen oder nicht in die Mikrowelle. Aber das nehme ich in Kauf. Nächster Punkt ist Besteck. Ich bevorzuge gleich mit Edelstahlbesteck anzufangen. Ich finde dieses Besteck, diese Serie von Nook ganz gut, weil das Baby kann es ganz gut in der Hand greifen und das Baby hat aber bereits Edelstahl im Mund und nicht Kunststoff, wie ich bereits erwähnt habe, versuche ich das zu vermeiden. Trinken kann ich diese Becher empfehlen. Ja, das ist Glasbecher, es ist aus Glas. Wieso wir Glas nutzen, werde ich in dem nächsten Video genauer erklären. Für unterwegs sollte man überlegen, Trinkflasche zu besorgen. Mit Beikosteinführung führst du auch die Getränke ein, beziehungsweise trinkt das Baby bereits Wasser oder ungesüßten Tee. Und für unterwegs ist es natürlich sinnvoll, eine Flasche zu haben. Und wie bereits erwähnt, nutzen wir Edelstahl. Deswegen kann ich dir zwei Flaschen empfehlen. Die sind aus Edelstahl und geruchsneutral. Falls du Brei für dein Baby selbst machst, oft ist es so, dass am Anfang braucht das Baby ganz wenig, vielleicht ein, zwei Esslöffel. Und damit man nichts wegschmeißen muss, kann man natürlich das Essen einfrieren. Ist natürlich auch empfehlenswert, weil dann hast du einiges auf Vorrat. Und ich habe mit meiner Tochter solche Silikonformen genutzt, die finde ich auch ganz gut. Von der Menge her war das genau das Richtige für das Baby
und man kann das ganz einfach da rausdrücken aus der Form und da hast du bereits die nächste Mahlzeit für dein Baby. Falls du unterwegs bist, finde ich, oder auch zu Hause, finde ich auch diese Wärmehalteteile ganz hilfreich. Obwohl, du kannst es natürlich auch im Wasserbad aufwärmen, aber für unterwegs fand ich das ganz hilfreich. Auch im Kaffee findest du immer wieder Steckdose, ein bisschen Wasser und dann kannst du bereits das Essen für dein Baby warm machen und warm halten. Und die nächste brennende Frage ist natürlich, wie du mit dem Beikost anfängst. Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, wie man mit dem Beikost anfängt. Es gibt klassischer Weg, was natürlich auch der Kinderarzt empfehlen würde, ist mit Brei anzufangen und im zweiten Lebensjahr feste Nahrung dem Baby anzubieten. Und zweite Möglichkeit ist das erwähnte Baby-led Weaning, wenn das Baby selbstständig das Essen für sich entdecken kann und sich selbst füttert. Und das Ganze ist nur von dem Baby gesteuert. Ich habe Erfahrung mit beiden Möglichkeiten. Meine Tochter ist mit Brei groß geworden, so gesehen. Und mein Sohn hat Baby-led Weaning gehabt oder hat jetzt. Und ich muss auf jeden Fall sagen, dass meine Favorit ist Baby-led Weaning. Das habe ich übrigens mit meiner Tochter auch probiert. Aber ihre Art war so, dass sie eher, die hat so eine Persönlichkeit, dass sie eher vorsichtig ist mit Sachen und traut sich vielleicht nicht so gleich irgendwas in die Hand zu nehmen und zu probieren. Und das war okay für sie, wenn ich sie mit dem Löffel gefüttert habe. Auf der anderen Seite, mein Sohn würde nie zulassen, dass ich ihm mit dem Löffel irgendwas in den Mund stecke. Er wollte alles von vorne selber machen, selbstständig machen. Deswegen hat ihm Baby-led Weaning super gepasst. Er hat von vorne mit dem sechsten Monat bereits mit dem Löffel gegessen. Klar, die Hälfte ist daneben gelaufen, aber er wollte das alleine. Er konnte es nicht zulassen, dass ich ihm was in den Mund schiebe. Deswegen musst du natürlich auch schauen, wie die Persönlichkeit deines Kindes ist, wie die Persönlichkeit deines Babys ist, was ist für dich bequemer. Über die Vor- und Nachteile von Baby-led Weaning werde ich in dem nächsten Video sprechen. Also wenn dich das Thema interessiert und wenn du noch kein Abonnent bist, dann abonniere den Kanal, um das Video nicht zu verpassen. Also wenn du ganz unsicher bist, wie genau du mit dem Beikost anfängst, würde ich auch Hebamme zu Rat ziehen. Aber auch der Kinderarzt kann dir einiges erzählen. Und mein Kinderarzt hat mir zum Beispiel so eine Broschüre gegeben, die fand ich auch ganz, ganz hilfreich. Da gibt es die meiste Information, was du wissen sollst. Natürlich beruht es meistens auf dem klassischen Weg, das heißt, man führt Brei ein. Am Anfang startet man mit einem Gemüsebrei. Ich würde auf jeden Fall überlegen, mit welchem Gemüse ich starten würde. Viele empfehlen Karotte oder es ja, meistens startet man mit der Karotte. Es wird auch überall empfohlen, aber die meisten oder die wenigen wissen, dass Karotte eigentlich sehr allergische Reaktionen hervorrufen können. Und wenn dein Baby zu Allergieneigung hat, kann es zu schlimmen Folgen kommen, dass man Ausschlag bekommt oder das Baby bekommt Durchfall und so weiter. Deswegen würde ich nicht mit Karotte starten, sondern eher mit so einem Gemüse wie Süßkartoffel. Süßkartoffel ist sehr gut verdaulich, hat viele Nährstoffe und ist süßlich, so dass das Baby auch Interesse hat, das zu probieren. Und vielleicht auch Pastinake. Pastinake ist auch ein tolles Gemüse, hat nicht diese allergische Eigenschaft wie zum Beispiel Karotte und schmeckt, glaube ich, ganz gut, vor allem für die Babys, die am Anfang etwas Süße mögen, weil Muttermilch etwas Süße ist. Ich würde auf gar keinen Fall mit einem Obst starten, weil Obst auch ziemlich viel Zucker enthalten. In Obst gibt es viel Fructose. Je mehr Gemüse, unterschiedliche Gemüse ihr anbietet, umso besser ist es, besser ist es für Geschmacksnerven von dem Baby und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass später das Baby auch viel Gemüse essen wird und keine Abneigung von dem Gemüse hat. Ich erzähle euch kurz, wie wir das gemacht haben. Also wir haben ganz Schritt für Schritt angefangen mit meiner Tochter. Die war diejenige, die Brei bekommen hat als Beikost. Und wir haben ganz einfach angefangen, am Anfang mit einem Teelöffel. Also ich habe Süßkartoffel gekocht, püriert und ohne Salz, ja, das ist allgemeine Empfehlung, bis zum ersten Lebensjahr dürfen die Babys kein Salz essen.
ohne Salz einen Teelöffel gegeben und geschaut, wie die Reaktion ist. Am zweiten Tag haben wir, wenn alles gut war, keine allergische Reaktion war und so weiter, habe ich 2 Teelöffel gegeben. Am dritten Tag waren das 3 Teelöffel. Und die ganze Woche haben wir nur Süßkartoffel gegessen. Zweite Woche habe ich eine zweite Gemüsesorte eingeführt. Ich glaube, das war Zucchini. Das hat sie nicht so gern gemocht, aber Süßkartoffel war der Renner. Zucchini war nicht so bei ihr, aber da hat sie es trotzdem probiert. Dann haben wir Kürbis eingeführt, dann haben wir Pastinake eingeführt und so weiter, aber immer schrittweise. Am ersten Tag auf jeden Fall sehr, sehr kleine Menge, einen Teelöffel würde ich empfehlen, Maximum, und schauen, wie die Reaktion von dem Baby ist, ob das Baby einen kleinen Ausschlag bekommt. Vor allem die Babys, die zu Allergie neigen, soll man ganz vorsichtig die Gemüsen ganz Schritt für Schritt einführen und gucken, vielleicht solche aggressive Gemüse wie Tomaten, sehr allergisch, da würde ich natürlich auch die Finger erstmal weg davon lassen. Ich glaube, am Anfang ist es besser, Gekochtes zu geben, was sehr einfacher zum Verdauen ist, als Rohkost. Rohkost würde ich erst später einführen. Mit der Zeit macht man eine Getreide dazu, Getreidesorte, und testet, und mit der Zeit kommt noch ein bisschen Fleisch dazu. Ich würde mit Mittagsmahlzeit anfangen, weil Mittagszeit, wenn irgendeine allergische Reaktion kommen sollte, hat man noch den ganzen Tag oder Nachmittag, um das Baby zu beobachten, falls da was aufkommen soll. Dann noch ein Tipp, wenn ihr mit dem Brei anfängt, würde ich den Löffel kurz vor dem Babys Mund halten und schauen, wie das Baby reagiert. Öffnet das Baby den Mund auf? Ist das Baby neugierig? Das ist auch ein Zeichen, wenn das Baby den Mund breit aufmacht und den Löffel in den Mund bekommen möchte, dann ist natürlich auch das Zeichen, das Baby ist bereit, das Baby ist interessiert und neugierig und will das probieren. Wenn das Baby den Kopf wegdreht, dann würde ich dabei belassen, auf gar keinen Fall irgendwie das Baby dazu zwingen, und einfach am nächsten Tag wieder probieren und am nächsten Tag wieder. Das ist einfach ein Thema, was wir Erwachsene keine Kontrolle darüber haben, was das Baby isst, wie viel das essen will. Deswegen muss man da etwas freier vorgehen oder flexibler sein und nach dem Baby vorgehen und schauen, was das Baby mag oder nicht. Und wenn das Baby seinen Kopf wegdreht, dann will er wahrscheinlich nicht. Das heißt, das Baby bestimmt die Essensmenge und das Tempo. Und natürlich vergiss nicht über das Trinken. Das Wasser muss immer da sein. Das Baby soll die Möglichkeit haben, immer zu trinken, wenn er möchte. Und mit Einführung von Beikost sollte das Wasser immer auf dem Tisch stehen. Die Grundsätze des Baby-led Swings würde ich jetzt aber nicht in diesem Video erläutern, sondern im nächsten Video, da würde ich das ganze Video dem Baby-led Weaning widmen, unsere Erfahrungen damit, die Vor- und Nachteile, aber auch würde ich das in Kombination mit Montessori-Ansatz erläutern, weil ich denke, Baby-led Weaning und Montessori geht sehr gut Hand in Hand zusammen und man kann das sehr gut kombinieren. Falls du irgendwelche Fragen oder Anregungen hast zu den Sachen, was ich in dem Video erzählt habe, bitte schreib mir alles in den Kommentaren, und ich hoffe, wir sehen uns in dem nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute, und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!